Woran merke ich, dass sich mein Partner wirklich verändert hat? Wie kann ich ihm wieder vertrauen? Können sich Narzissten ändern, wenn man ihnen erklärt, was man für sich selbst über die gemeinsame Beziehung verstanden hat? Und bedeutet Menschen und ihre Handlungen zu verstehen, sich in ihre Welt einzufühlen, auch, dass man sich ihr Verhalten gefallen lassen muss? Oder kann man da trotzdem Grenzen setzen? Das alles sind spannende Themen und Fragen, die ihr mir in die Leben lieben lassen Sprechstunde gestellt habt. Und diese Oster-Edition von Leben lieben lassen, die soll ganz euch gehören. Und deshalb werde ich heute diese Hörerinnenfragen beantworten. Leben lieben lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Hallo und herzlich willkommen bei Leben lieben lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen, um gelingende Beziehungen zu führen. Und deshalb gibt's hier in diesem Podcast jede Woche neue Inspirationen für dich, dein Leben und deine Beziehungen. Und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. In dieser Ausgabe der Leben lieben lassen Sprechstunde geht's um eure Hörerfragen und es sind spannende Themen, das kann ich versprechen. Mehr dazu gleich. Und jetzt kurz Werbung. Mich hat vor kurzem jemand in so einer größeren Runde gefragt, Claudia, die Sachen von Brain Effect, von denen du öfter mal sprichst, kannst du die wirklich empfehlen? Und ich konnte aus vollstem Herzen ja sagen. Brain Effect bietet hochwertige Supplements und Lifestyle-Produkte aus deutscher Produktion, auf die ich schon sehr lange vertraue. Für mehr Wohlgefühl, bessere Performance oder besser schlafen. Da hat ja, glaube ich, jeder so seine Geheimtipps. Bei mir ist es was für natürlich gute Stimmung. Da habe ich schon vor langer Zeit die Mood-Kapseln von Brain Effect für mich entdeckt. Mit L-Tryptophan, mit B-Vitaminen, mit Rosenwurz und Cordyceps, dem Vitalpelz. Da geht bei mir die Sonne auch von innen auf, und zwar rein pflanzlich. Aber Brain Effect hat noch viele andere Bestseller, Happy Gut zum Beispiel, sehr beliebt, mit natürlichen Darmbakterien, um dem Blähbauch Ade zu sagen. Das Sleep Spray Strong ist auch sehr beliebt oder Daily Glow, um von innen heraus zu strahlen auf die natürliche Weise. Und wenn du die tollen Sachen von Brain Effect auch mal für dich ausprobieren willst, dann gibt's für dich als Leben lieben lassen Hörerin oder Hörer mit dem Code LEBEN, großgeschrieben und ein Wort, immer jeweils 20% auf die aktuelle Angebotskategorie und immer 10% auf alles andere. Mit jedem Einkauf auf braineffect.com unterstützt du auch meine Arbeit und diesen Podcast hier. Ich sag schon mal Dankeschön. Link und Rabattcode findest du in den Shownotes. Liebe Claudia, ich habe eine Frage zu der Psychografie bzw. zum Umgang in verschiedenen Situationen. Ich habe mir deinen Podcast angehört, war sehr interessant für mich und habe mich selbst sehr viel reflektiert, sehr viel über mich gelernt und auch wie ich in verschiedenen Situationen mit manchen Leuten umgehen kann. Nur kommt dann zwischendurch folgende Frage auf. Wenn mich zum Beispiel ein Verhalten von einer Person nervt, kränkt oder stört, denke ich mir in erster Linie, okay, diese Person ist anders als ich. Diese Person handelt anders, diese Person denkt anders und es ist für mich leichter zu verstehen, warum. Jedoch kommt dann immer folgende Frage auf. Stelle ich nicht meine eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund, wenn ich dieses Verhalten unter Anführungszeichen einfach so dulde und nicht sage, dass mich das kränkt oder dass mich das stört? Es ist immer dieser schmale Grat zwischen die Leute verstehen und einsichtig mit dieser Situation bzw. mit diesem Verhalten umzugehen oder eben die Person darauf anzusprechen und zu sagen, dass mich das stört. Ja, das ist ja mal echt eine spannende Frage. Ich freue mich sehr darüber, denn genau so ist das. Menschen besser verstehen zu wollen, so wie sie die Welt sehen, warum sie sich verhalten, wie sie sich verhalten, das ist auf jeden Fall friedensstiftend und eine super Basis für die eigene Beziehungsfähigkeit. Und ein Werkzeug, das ich in meinem Leben und in meiner Arbeit mit Klienten dafür einsetze, ist die Psychografie, die so eine Art praktische Menschenkenntnis möglich macht. Du kannst es dir ein bisschen vorstellen wie eine Landkarte deiner Persönlichkeit. Es gibt darauf verschiedene Länder oder Kontinente. Und je nachdem, in welchem Naturell du zu Hause bist, mit deiner Art zu sein, hast du so eine ganz spezielle typische Art, die Welt zu sehen, zu interagieren, die Dinge anzugehen.
Und es lohnt sich, die eigene Landkarte zu erkunden und zu verstehen, dass andere Menschen andere innere Welten haben, auch wenn uns natürlich alle Gemeinsamkeiten verbinden. Die Psychografie hilft dabei, Menschen aus sich selbst heraus zu verstehen, also in ihre Perspektive einzutauchen. Und wenn wir das nicht machen, dann beurteilen wir einfach so. Wir bewerten und verhalten uns dann nach unserer eigenen Bewertung. Und daraus entstehen jede Menge Missverständnisse, entsteht Entfremdung, entstehen die ganzen Kämpfe, weil wir dann alles aus unserer eigenen Sicht betrachten und da liegen wir natürlich ganz oft falsch. Andere Menschen sind anders. Sie ticken vielleicht auch anders als du. Sie erleben ein und dieselbe Situation möglicherweise ganz, ganz anders. Und sie handeln dann auch anders. Sie ziehen andere Schlüsse, sie nehmen anders wahr. In die Welt anderer eintauchen zu können, das schafft Verbindung, grundsätzlich erst einmal. Es hilft uns zu verstehen, dass ein Mensch, über den wir uns ärgern, sich vielleicht gar nicht wegen uns so verhält, sondern wegen sich. Das ändert zwar erst einmal nichts an deinem Ärger, aber es ändert die Stoßrichtung. Denn dann bist du praktisch versehentlich betroffen. Aber das ärgerliche Verhalten ist vielleicht gar nicht vordergründig gegen dich gerichtet. Und das macht schon einen Unterschied, finde ich. Auch einen Unterschied in der Hinsicht, wie du darauf reagieren wirst. Wenn ich mit meinem Beziehungstyp naturell sehr herzlich und einfühlsam sein kann, eine sehr, sehr stark ausgeprägte emotionale Wahrnehmung habe, dann hat das zwar einige Vorteile, die ich auch mag und ich möchte es gar nicht anders haben, aber dieses Naturell hat auch seine Schattenseiten, wie jedes. Es kann sein, dass ich wegen dieser Bezogenheit auf ein Du, auf einen anderen Menschen, auf ein Gegenüber, manchmal vieles zu persönlich nehme, auf mich beziehe und dann sehr darunter leide. Dann kann es sein, dass ich den wirklich harschen und befremdlichen Satz, den mir letztens eine Ärztin bei meinem Termin sagte, extrem dramatisch nehme, überbewerte und glaube, sie lehnt mich ab oder sie wollte mir damit irgendwas Verletzendes sagen. Und aus dieser Sicht heraus, aus dieser emotionalisierten Sicht, kann ich gar nicht bemerken, dass sie schon genervt war, als ich ins Sprechzimmer kam. Dass sie also gar nicht wegen mir so distanziert und, naja, auch etwas unfreundlich war. Sondern weil irgendwas in ihrem Leben dazu geführt hat und ich das quasi abbekommen habe. Nicht, dass das jetzt irgendwas ändern würde an der für mich sehr blöden Erfahrung. Aber wenn ich das verstehe, dann kann ich aus meinem emotionalen Drama der Verletztheit aussteigen und das Ganze etwas nüchterner oder mit mehr Abstand betrachten. Wenn ich mit meinen Klienten ein Verständnis für die naturelltypischen Unterschiede schaffe, dann ist das oft mit einem großen Staunen verbunden. Ach so bist du. Ach so ist das bei dir. So erlebst du das. So reagierst du dann? Das ist wie den Partner neu entdecken. Und es schafft im besten Falle Nähe. Und Menschen lieben es, wenn sie verstanden werden, wie sie verstanden werden wollen und nicht, wie wir von außen glauben, wie sie sein müssten. In der Psychografie geht man von drei grundhaften Naturellen aus. Beziehungstyp, Handlungstyp, Sachtyp. Und das Schöne ist, dass das nicht etwa Schubladen sind, so bist du und nur so, sondern die Psychografie, die ist dynamisch. Sie ist lebendig wie das Leben und damit auch sehr natürlich. Denn wir alle haben Anteile von allem in uns. Aber wir haben auch eine Bevorzugung, eine Lieblingsausrichtung. Und das ist sowohl unsere besondere Begabung, also das Leitmotiv unseres Wesens, aber leider eben auch, wenn wir zu viel davon machen oder an der falschen Stelle, wird diese Begabung zum Leitmotiv mit D. Wenn wir uns also selbst psychografisch besser verstehen und auch die innere Landkarte anderer besser verstehen, können wir zum Beispiel persönlichkeitstypische Fallen umschiffen. Wenn du mehr dazu hören willst und verstehen willst, ich habe einige Folgen zur Psychografie gemacht. Zwei davon verlinke ich dir in den Shownotes. Ansonsten einfach im Leben leben lassen Podcast in deiner App die Suchfunktion nutzen und nach Psychografie oder Menschenkenntnis suchen. Ja, und das hat ja die Hörerin schon getan und das war offenbar sehr aufschlussreich. So geht's übrigens den meisten, die damit in Kontakt kommen. Aber nun hat sie ja ein ganz anderes Problem, das ich mal so beschreiben würde. Bedeutet die Dynamik anderer besser zu verstehen auch, ich muss ihr Verhalten aushalten? Das ist eine Fehlannahme. Und zwar eine, die viele empathische Menschen besonders stark trifft. Empathen neigen nämlich dazu, alles und jeden verstehen zu wollen und zu glauben, das würde helfen, besser mit dem Ärger umzugehen oder mit dem Verständnis würde sich das Problem einfach auflösen. Aber das Verstehen wollen ist nur Schritt 1.
Wertvoll, ohne Frage. Aber es befreit uns überhaupt nicht davon, für unsere Grenzen einzutreten. Und das bedeutet dann eben manchmal auch, etwas zu konfrontieren oder sich zu wehren. Zu sagen, was man will und was man nicht will. Denn andere können unsere Grenzen nur wahrnehmen, wenn wir sie auch zeigen. Aber wie wir das machen, mit welcher inneren Haltung, das ist entscheidend. Und da kann die psychografische Menschenkenntnis wirklich gute Hinweise liefern. Nehmen wir nochmal das Beispiel mit der Ärztin, die etwas wirklich Übergriffiges und Unangemessenes zu mir gesagt hat. Zuerst war ich total getroffen. Aber anstatt sofort zu reagieren und mich aufzuregen, zu weinen oder sonst irgendwie emotional überzureagieren, habe ich das erstmal mitgenommen und darüber nachgedacht. Ich habe Abstand zwischen die emotionale Erfahrung und mich gebracht. Und da konnte ich erkennen, bei nüchterner Betrachtung, was ich dir schon erzählt habe, aha, das war wirklich nicht gut, aber sie hat wahrscheinlich einen Handlungstyp naturell und reagiert bei Überforderung manchmal hart und fordernd, obwohl sie sonst sehr nett ist und das eigentlich gar nicht so meint. Das zu verstehen, hat in mir eine Art Augenhöhe hergestellt, während ich in der Situation selbst sofort auf Minimalgröße geschrumpft war und mich unterlegen gefühlt habe. Und aus dieser inneren Haltung heraus von Augenhöhe, die ich nun wieder hatte, habe ich mir überlegt, dass ich die Sache nicht so stehen lassen will. Das war nicht okay. Also habe ich beschlossen, ich werde ihr beim nächsten Mal sagen, dass ich ihre Kompetenz sehr schätze und mich insgesamt gut aufgehoben fühle, dass ich aber gerne nochmal was zu unserer letzten Begegnung sagen möchte, dass ich das, was sie mir da gesagt hat, nicht in Ordnung fand und ich mir wünsche, dass sie etwas mehr auf das eingeht, was ich zu sagen habe, weil ich ja diejenige bin, die in diesem Körper zu Hause ist, auch wenn sie die medizinische Kompetenz auf ihrer Seite hat. Und mit dieser Art für mich einzutreten, fühle ich mich gleich viel wohler, als einfach nur verletzt und klein dazustehen mit Tränen in den Augen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie als Handlungstypin diese klare Positionierung ohne jede Menge Gefühls drumherum besser versteht, ist sehr, sehr groß. Genauso werde ich es machen. Also kurz und gut, verstehen ist wunderbar. Für deine Grenzen bist du dennoch verantwortlich. Und nein, du musst dir nicht alles gefallen lassen. Mach dich groß. Und eine Folge zum Thema Grenzen setzen habe ich dir auch in den Shownotes verlinkt. Viel Freude beim Hören. Liebe Claudia, ich würde gerne wissen, woran kann ich erkennen, ob sich mein Ex-Mann nach unserer Trennung wirklich tiefgründig und nachhaltig verändert hat. Die Trennung ist jetzt 6 Monate her. Davor war es wirklich nicht schön in unserer Ehe. Wir haben eine toxische Ehe gehabt. Mittlerweile weiß ich, dass auch ich meine Anteile sicherlich hatte. Er war cannabisabhängig. Das war für mich aber nie im Vordergrund gestanden. Ich habe das irgendwie verdrängt. Es gab viel Aggressionen, viel Geschrei, viel Unzufriedenheit, Unmut, Schuldzuweisungen an unsere gemeinsamen Kinder. Und ja, ich bin wegen der Kinder jahrelang geblieben, habe eigentlich immer wieder versucht, mich zu lösen, aber dann ist doch wieder besser geworden. Und am Ende bin ich dann eigentlich auch wegen der Kinder gegangen. Nun ist es so, dass er seit der Trennung ein Umdenken hat. Ihm ist plötzlich vieles klar geworden. Er hat direkt auch aufgehört mit dem Cannabiskonsum, also hat er komplett auf Null runtergefahren seitdem. Jetzt mittlerweile, nach ein paar Monaten, hat er auch eingesehen, dass da ein tiefergründiges Problem dahinter liegt. Und er ist jetzt auch in psychologischer Behandlung, macht eine Therapie, strebt auch eine Reha an, auch eben um einen Rückfall zu vermeiden. Und gibt sich ganz viel Mühe, kümmert sich jetzt viel um die Kinder, was er vorher nie gemacht hat. Also jetzt zeigt er eigentlich alles, was ich mir immer gewünscht hatte. Und jetzt ist für mich die Frage, ja, woran kann ich denn erkennen, dass es nicht wieder anders wird, sobald wir bei ihm wieder wohnen? Ich möchte keinen Fehler machen. Ja, das verstehe ich auch absolut gut. Zuerst mal großen Respekt, wenn man es schafft, wenn auch nach langer Zeit, sich aus einer ungesunden Beziehungsdynamik zu lösen, obwohl man da ja eigentlich den Herzenswunsch hat, dass diese Beziehung gut sein möge. Das ist ein schwerer Weg und das hat oft auch was mit emotionaler Abhängigkeit zu tun, die in so einer Beziehung entsteht. Und weil eben viel dranhängt, zum Beispiel ja die Familie, also die Kinder. Und der Prozess von, ich bleibe wegen der Kinder, hin zu,
Ich kann das den Kindern nicht antun, was sie in diesem Umfeld erleben, der ist eben nicht leicht. Und wenn da Sucht eine Rolle spielt, dann werden aus Familien oft Suchtsysteme und darin entstehen Co-Abhängigkeiten. Der Partner mit der Sucht steht dann im Mittelpunkt des Suchtsystems und das ganze Leben der anderen Beteiligten, also der Familienmitglieder, dreht sich darum, die Folgen der Sucht auf das gemeinsame Leben abzumildern und sie im Außen nicht spürbar oder sichtbar werden zu lassen. Und das macht etwas mit den Menschen und den Kindern, also denen, die um den betroffenen Süchtigen herum sind. Und wenn dich sowas betrifft, es gibt viele Anlaufstellen und Beratungsmöglichkeiten zum Thema Co-Abhängigkeit, aber das nur am Rande. Also, die Hörerin hat schon verstanden, dass sie durch ihre Bemühungen, ihre Anpassungsfähigkeit und das Nicht-Weg-Können aus bester Absicht leider auch Teil der ungesunden Beziehungsdynamik geworden ist. Und das ist schon mal ein wertvoller Schritt. Denn auch hier haben wir es mit dem Thema Grenzen zu tun. Irgendwann, da hat sie nicht mehr gewartet, dass ein Wunder passiert oder er sich ändert. Sie hat unabhängig davon für sich und die Kinder entschieden. Und damit fällt die Dynamik dieser Beziehung sofort in sich zusammen. Denn Beziehung bedeutet Wechselwirkung. Wenn ich in einer Beziehung aus falsch verstandener Liebe Dinge aushalte, immer wieder, die weit über meine Grenzen gehen, dann sage ich, ohne dass ich das möchte, aus Versehen, so kannst du das mit mir machen. So weit kannst du gehen, das halte ich aus. Und der missbräuchliche Partner, der vielleicht auch krank ist, weil er eine Sucht hat und sich gar nicht mehr selbst steuert, sondern die Sucht steuert ihn, der geht dann eben einfach so weit, wie die Sucht es will. Und es geht dann einfach so weiter. Ich setze keine Grenzen, er sieht keine Grenzen und dann gibt es keine. Zu meinen Lasten. Aber jeder kann ja nur so weit gehen, wie wir ihn lassen. Und auch wenn es schwer ist und gerade Menschen, die es schwer haben, Grenzen zu setzen, die haben aus ihrem Leben oft schon unbewältigte Grenzüberschreitungserfahrungen mitgebracht. Und genau für die ist es so wichtig, das zu lernen. Und dabei kann man sich auch Unterstützung holen. Okay, aber wir waren ja da stehen geblieben. Das Suchtsystem oder die destruktive Beziehungsdynamik fällt in sich zusammen, wenn man nicht mehr Teil davon ist. Denn dann steht der Partner alleine da. Er muss jetzt selbst die Konsequenzen seines Handelns tragen, seiner Sucht, seiner sozialen Schwierigkeiten, die daraus resultieren. Niemand ist mehr da, der diese Lasten für ihn trägt. Das Umfeld bricht weg. Und das ist oft der Punkt, an dem Betroffene es schaffen zu erkennen, was sie da eigentlich machen, wo sie sich ihre Sucht erstmal eingestehen können. Solange jemand die Konsequenzen meiner Sucht abfedert, wird die Sucht in mir weitermachen. Ich habe da in meiner Suchtberatungsausbildung viele krasse Geschichten von Betroffenen gehört, die erst von ihrer Sucht loskamen, als ihnen alles, was ihnen wichtig war, weggebrochen war. Das Prinzip heißt in der Suchtberatung Hilfe durch Nichthilfe. Und offenbar ist es ja dem Mann der Hörerin gelungen, sich seinen Themen zu stellen. Und auch dafür mein Respekt. Das ist bewundernswert und dann kommt eben auch oft der Mensch wieder hervor, der man eigentlich ist. Das Suchtmonster schweigt stille. Sehr gut. Dann setzt oft ein Bedauern ein über das nicht gelebte Leben, über die Menschen, die man verletzt hat und eine neue Beziehung, wie zum Beispiel hier beschrieben mit den Kindern, wird möglich. Ein super guter erster Schritt. Aber eine Sucht ist eine Sucht. Ihr zu entkommen bedeutet, ein Leben lang dran zu bleiben und sich eben auch damit zu beschäftigen, warum man diese Sucht gebraucht hat. Sucht, ne, das ist ja so eine Mischung aus Suchen und Flucht. Sie ist wie ein Krückstock, eine Kompensation, die einem hilft, vor etwas wegzulaufen vielleicht oder einen Weg zu suchen, nicht zu fühlen, was man so mühsam weggedrückt hat. Manche Abhängige fühlen sich eben auch erst durch die Substanz, durch die Droge, durch den Alkohol mit sich in Verbindung. Und Sucht macht in der Beziehung viel Vertrauen kaputt. Und ob sich das wieder aufbauen lässt und was die Hörerin dafür braucht, das darf sie sich selbst fragen und eben vielleicht auch mit Unterstützung. Denn das kann man nicht einfach nur pragmatisch oder vernünftig entscheiden. Machen wir so, wird wieder alles gut, dann machen wir einfach weiter. Die Frage ist eher, kann ich das noch? Und welchen Zwischenschritt kann ich einbauen, wenn es in mir Ja sagt? Ich würde empfehlen, nicht gleich wieder zurück ins alte Leben zu gehen, sondern die Beziehung erstmal neu aufzubauen, sich anzunähern, sich auszutauschen, die Themen zu bewältigen, bis neue gemeinsame positive Erfahrungen im besten Falle zu neuem, stabilerem Vertrauen führt.
Und auch da, bei aller Liebe zu beobachten, gibt es Rückfälle, Anzeichen, Ausreden? Das lässt sich leider erst auf längere Sicht erkennen, nicht im Moment. Und da es eben nicht nur um den Wunsch nach Verbundenheit geht, sondern auch um dich und die Kinder, sind voreilige Handlungen vielleicht nicht gerade angeraten. Ob er es ernst meint, das ist das eine. Das kann auf jeden Fall gegeben sein. Menschen können sich ändern und manchmal müssen wir erst mit dem Kopf ganz tief im Dreck stecken, dass wir verstehen, dass wir hier etwas unternehmen müssen. Entwicklung ist auf jeden Fall möglich. Aber ob er es schafft, das ist eine ganz andere Frage. Dauerhaft. Das ist ihm zu wünschen. Aber auch dafür braucht es viel Kraft. Das Suchtmonster wird anklopfen über Situationen, in denen man sich verführt fühlen kann. Und da zu widerstehen und zu lernen, dauerhaft zu widerstehen, das ist ein Lernprozess. Du merkst schon, ob es wirklich ein neuer Weg ist, wenn sich dauerhaft etwas ändert und wenn die Veränderung konstant ist, wenn die Absicht zum Verhalten passt, wenn dein Vertrauen wieder wächst. Walk the talk, darum geht's. Und vielleicht ist es eine gute Idee, das Thema über den weiteren Beziehungsweg auch nochmal mit in seine Therapie zu nehmen. Ich wünsche alles Gute dafür. Gerade Podcast gehört von Ihnen zum Thema emotionalen Missbrauch, Narzissmus und so weiter und hätte folgende Frage: Wie kann ich mit dem Vater meiner Kinder, der auch viele tiefgreifende narzisstische Verhaltensweisen an den Tag legt, in Kommunikation bleiben, beziehungsweise setze ich mich gerade selber viel mit dem Thema Co-Abhängigkeit auseinander, um meinen Anteil an dem Ganzen da gut zu reflektieren und frage mich gerade, wie sinnvoll oder möglich es ist, meinen Ex-Mann darauf hinzuweisen, wie unsere Beziehungsdynamik ausgesehen hat, beziehungsweise auch seinen Anteil zu sehen und ob dann, wenn beide Partnerinnen, Partner ihren Anteil sehen, vielleicht doch auch noch Entwicklung möglich ist im Sinne eines friedlichen Miteinanders. Das würde mich heute sehr interessieren. Herzlichen Dank. Ja, hier gibt es Parallelen, ne? Zur Frage vorher. Das hast du sicher gemerkt. Das ist ja auch ein Thema, das mir sehr häufig begegnet. Wenn Menschen in ihrem eigenen inneren Prozess verstanden haben, was da eigentlich genau passiert ist in ihrer Beziehung, auf welche Weise man da miteinander in ungesunder, ja vielleicht sogar toxischer Dynamik verstrickt war, dann besteht eben oft auch der Wunsch, das dem anderen zu erklären. Und dahinter steckt natürlich das verständliche Bedürfnis und die Hoffnung, sie oder er wird sich ändern, wenn sie oder er die Sache nur richtig verstanden hat. Aber tatsächlich geht es oft gar nicht um ein Verständnisproblem. Also der missbräuchliche Partner oder die Partnerin verhält sich eben oft nicht so, weil sie oder er nur etwas nicht verstanden hätten, sondern weil das Verhalten ihnen etwas bringt. Zum Beispiel eine Machtposition in der Beziehung, zum Beispiel einen höheren Selbstwert, indem man den anderen kleiner macht und vieles andere mehr. Und deshalb passiert es gar nicht selten, dass man sich mit dem Wunsch, seine Erkenntnisse mitzuteilen, keine Begeisterung und Offenheit abholt, sondern vielleicht sogar eine herbe Klatsche, massiven Widerstand oder mit einem Ausbruch von Verletztheit rechnen muss. So nach dem Motto: Wie kannst du es wagen, mir so etwas zuzuschreiben? Du verletzt mich. Und dann geht die Schuldzuweiserei wieder los. Und dann steht man sehr bedröppelt da und versteht die Welt nicht mehr. Um das zu vermeiden, würde ich mich fragen, wer braucht es, zu verstehen, was in eurer Beziehung wirklich passiert ist? Die ganze ungesunde Dynamik? Brauchst du es oder braucht es deine Partnerin oder dein Partner? Du brauchst es. Deswegen hättest du gerne, dass sie oder er es auch versteht und willst sie dazu bringen. Aber das funktioniert ebenso nicht. Frage dich bitte mal, wieso du danach suchst, zu verstehen, was da los war in eurer Beziehung und er nicht. Und weil es tatsächlich auch Menschen mit schwierigem oder missbräuchlichem oder manipulativem Verhalten gibt, die es schaffen, sich selbst zu reflektieren und zu erkennen und die das ändern wollen, auch dafür mein Respekt, empfehle ich gerne zu sondieren. Sondieren, das klingt vielleicht jetzt seltsam in deinen Ohren, aber es bedeutet, mal anzuklopfen und zu schauen, ob es vielleicht eine Offenheit für das Thema gibt. Wenn du zum Beispiel sagst,
Du, ich habe so viel darüber verstanden, was wir da eigentlich zusammen aufgeführt haben in der Beziehung, welche Rolle ich selbst dabei hatte und welche du. Ich würde super gern mit dir drüber reden. Was denkst du darüber? Dann merkst du an der Reaktion schon, ob da jemand deine Einladung annehmen möchte oder sofort in Abwehrhaltung geht. Und das ist ja dann auch eine Antwort. Und was übrigens gar nicht funktioniert, ist mit Vorwürfen zu argumentieren. Das geht auf jeden Fall immer schief. Tja, und wenn dann jemand nicht bereit ist zur gemeinsamen oder zur Selbstreflexion über eure Beziehung, dann kann man nichts machen. Die Tür zur Veränderung, die geht nur von innen auf. Man kann anklopfen, aber wenn niemand aufmacht, ist das eine Entscheidung und die braucht Akzeptanz. Sonst wird man bald wieder in der Abhängigkeit stecken. Ja, und wenn sich gar nichts ändert und wenn man ja gerade, wenn man Kinder zusammen hat, auch weiter miteinander umgehen muss nach so einer Trennung, irgendwie, da habe ich eine Folge gemacht, wo es um den Umgang mit manipulativem Verhalten geht. Das kann ich empfehlen, da stecken viele Methoden drin, um im Kontakt zu bleiben, ohne jedes Mal wieder Opfer der Manipulationen zu werden. Auch das stecke ich dir in die Shownotes. Jo, und das war's dann heute in der Leben, Lieben, Lassen Sprechstunde. Ich wünsche dir und allen, die es brauchen, viel Kraft und innere Stärke, um gut für dich einzutreten und deine Grenzen ernst zu nehmen. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie lang dein Weg dorthin ist. Es geht nur darum, dass du ihn gehst. Alles Liebe von ganzem Herzen, deine Claudia. Folge 237 war das. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und natürlich wünsche ich mir, du hast die eine oder andere Inspiration für dich und dein Leben mitnehmen können. Oder du kannst damit vielleicht jemandem in deinem Umfeld helfen, der ein ähnliches Thema hat. Und wenn du eine Frage auch in die Leben, Lieben, Lassen Sprechstunde stellen möchtest, anonym versteht sich, dann findest du den Link zur Sprechstunde in den Shownotes dieser Episode. Immer wieder beantworte ich hier im Podcast eure Fragen. Und auch die Sache mit der Audioaufnahme ist ganz einfach. Folge dem Link in den Shownotes, dann kommst du auf meine Plattform bei SpeakPipe. Dann nimmst du dann deine Frage auf, kannst sie anhören und wieder löschen. Solange bis du sie okay findest und dann drückst du auf Senden. Keine Mailadresse, kein Name, nichts ist nötig, einfach senden. Und natürlich wird auch hier dein Name nicht im Podcast genannt. Und wenn du das machen möchtest, so eine Sprachnachricht senden in die Sprechstunde, dann achte doch bitte darauf, deine Nachricht vor dem Senden wirklich nochmal anzuhören. Oft sind dann nämlich solche Nebengeräusche drauf oder so technische Pausen wegen dem Problem mit dem Handy oder so beim Aufnehmen, dass nur ein Teil der Nachricht bei mir ankommt oder dass man sie nicht richtig anhören kann. Wir treffen uns auch auf Insta, wenn du magst. Du findest mich unter Leben, Lieben, Lassen Podcast. Ich freue mich, wenn wir da in Kontakt kommen. Allerdings, das ist mir an der Stelle nochmal wichtig, ich versuche, alles persönlich zu beantworten und ich freue mich auch über euer Feedback und die Kontakte sehr. Und nein, ich habe dafür kein Team, ich mache das selbst. Aber ich kann keine persönlichen Fragen und Themen via Insta beantworten und auch nicht per Mail. Ich habe großes Verständnis dafür, dass es Menschen gibt, die mir da ihr Herz ausschütten. Und es ist so, dass es leider den Rahmen meiner Möglichkeiten neben der Beratung, dem Coaching und dem Podcast sprengt. Genau deshalb habe ich hier die Sprechstunde für die Hörerfragen eingerichtet. Wenn du ein persönliches Thema hast, das du gerne mit mir angehen möchtest in Coaching und Beratung, dann findest du alle Infos zu meinen Angeboten auf www.leben-lieben-lassen.de, meiner Website. Und dort kannst du auch dein persönliches Kennenlerngespräch vereinbaren übers Kontaktformular. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren, vor allem online, aber bitte nicht enttäuscht sein, wenn das im Moment nur mit längerer Wartezeit geht. Und falls du neu hier bist und dir gefällt's bei Leben, Lieben, Lassen, Podcast abonnieren nicht vergessen und diese Glocke aktivieren, dann wird dir immer die neueste Folge angezeigt. So, und dann gibt's ja viele, die sich über meine Podcast-Tipps freuen. Ich habe tatsächlich wieder was Spannendes entdeckt. Im Schattenkloster heißt die Serie Chronik einer Gehirnwäsche. Und da geht's um eine richtig krasse Geschichte. Nämlich, wie Menschen auf der Suche nach Sinn und nach neuen Formen des Miteinanders so einem selbsternannten Guru auf den Leim gehen. Sie ziehen in ein ehemaliges Kloster und gründen da eine Community, zusammen mit Kindern auch, um zusammen zu arbeiten und zu leben, respektvoll und beziehungsorientiert, alles so mit guter Absicht und guter Ausrichtung. Und dann kippt das Ganze aber und wird ein richtig toxisches Machtsystem, mit allen Facetten, mit Machtmissbrauch, mit Isolierung, mit sexuellen Abhängigkeiten und Drogen und schließlich auch noch mit Todesfällen.
Die Journalisten, die die Serie gemacht haben, haben mit Aussteigern gesprochen und wirklich gut recherchiert. Im Schattenkloster ist wirklich hörenswert für alle, die verstehen wollen, wie es passieren kann, dass Menschen so dermaßen gebrainwashed werden, bis sie voll in der Abhängigkeit stecken und sich aus ihrem ganzen alten Leben rauslösen und komplett hörig werden. Übrigens gibt es diese Community noch immer. Im Schattenkloster Chronik einer Gehirnwäsche ist von der Zeit und in der Podcast-App ist, glaube ich, nur die erste Folge kostenfrei zu hören. Aber mein Geheimtipp, wenn du bei Audible bist, da kann man den Podcast ganz hören mit allen Folgen im Abo. Und vielleicht bist du ja auch bei Audible, dann klappt das gut. Und zum guten Schluss, was mir noch sehr am Herzen liegt, während wir gerade uns so alle über den Frühling freuen und das lange Osterwochenende genießen, falls du den Podcast hörst, wenn er erscheint, natürlich nur, gibt es da draußen auch Menschen, an denen das irgendwie ein Stückchen vorbeizieht, die das nicht so genießen können und die sich in diesen Tagen besonders furchtbar fühlen, weil sie vielleicht gerade in einer mega großen Krise stecken, weil sie jemanden verloren haben, gerade getrennt sind oder weil es einfach irgendwie dunkel geworden ist im Leben. Vielleicht ja auch durch eine Krankheit oder irgendeinen anderen Schicksalsschlag. Das ist nämlich dann ganz besonders krass an so Feiertagen und den langen Wochenenden. Und falls es dir gerade so geht und du hörst das, dann möchte ich, dass du weißt, du bist nicht allein. Und ich möchte dir so ein bisschen Hoffnung machen, dass es wieder besser werden kann, wieder heller in deinem Leben und dass du das schaffen kannst. Und auch, dass es okay ist, sich einfach mal nur schwach und traurig und leer zu fühlen. Es wird nicht so bleiben. Ich hoffe, es gibt jemanden, mit dem du deinen Schmerz teilen kannst, der für dich da ist. Und wenn du dich niemandem anvertrauen kannst oder willst, es gibt Krisentelefone und Ansprechpartner, auch an Feiertagen. Ich verlinke dir die Nummern in den Shownotes. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit. Lasst es euch gut gehen, so wie es gerade möglich ist. Bis zum nächsten Mal bei Leben lieben lassen.